Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute, liebe Freunde, zocken wir mal wieder eine richtig geile Map. Auf dieser Map müssen wir ganz einfach Schaden bekommen. Und wie das Ganze funktioniert, sehen wir gleich. Übrigens, ihr könnt an dieser Stelle schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, um kein Video mehr zu verpassen. Und checkt gerne meinen Zweitkanal aus. Der ist auch ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, let's go. Was steht hier? How to play. Also wie man das hier quasi spielt. Es ist ein sehr simples Spiel. Du hast ein Leben und du musst halt sterben. Übrigens, ich hoffe, dass auch noch kein YouTuber diese Map gebracht hat, weil ich ganz genau weiß, dass solche Maps gerne mal von anderen YouTubern gezockt werden. Aber ich habe die jetzt auch bei keinem anderen YouTuber gesehen. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt der Erste bin. Und ich habe das, wie gesagt, bei der MinecraftMaps.com Seite gesehen. Also das hier ist nicht nachgemacht oder sowas. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal und Level 1. Also dann schauen wir uns erstmal um. Ich spiele hier und wir haben keine Herzen. Lol, das sieht aber mal sehr merkwürdig aus. Kennt man gar nicht diesen Anblick. Wir bekommen Bone Meal und das können wir auf so Zepplings platzieren. Also müssen wir irgendwo Setzlinge finden. Dann schauen wir uns mal um, da sehe ich schon die nächste Kiste und wir können diesen hier auf Grasblöcke platzieren. Ja gut, was soll man machen? Ich denke mal, es ist offensichtlich. Wir sollten uns eine schöne Ecke aussuchen und jetzt hier mal, zack, um. Und das war gestorben, perfekt. Level 2. Okay, was können wir hier machen? Wir können hier etwas rumjumpen. Hier gibt es eine ganz nette Ruine. Hier könnten wir vielleicht sogar per Fallschaden sterben. Ich weiß nicht, ob das hoch genug ist. Also theoretisch sollte es möglich sein, durch Fallschaden zu sterben. Aber ich bin mir unsicher, kommen wir hier noch raus? Ich glaube, wir bekommen hier aber gar nicht mehr raus. Obwohl doch, wir kommen raus. Können wir per Fallschaden sterben? Ja, das war's. Nice. Level 3. Und jetzt haben wir hier erstmal so Kammern. Wir haben hier eine Wasserflasche. Die Wasserflasche ist, glaube ich, jetzt nicht das, was wir brauchen. Was haben wir hier? Hier haben wir Spinneier. Wir haben hier wieder ein fermentiertes Spinnei. Und wir haben hier einen Esel. Und können wir da drauf? Na gut, warum nicht, ne? Ich sage immer so, ich beschwere mich jetzt nicht. Okay, Level 4. Und hier sind irgendwie so ein paar unsichtbare Blöcke. Okay, 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 okay. Das heißt, unsichtbare Blöcke sind auf jeden Fall am Start. Dann, oh, Auto-Jump ist noch aktiviert. Das nervt immer ein bisschen. So, wir können hier nicht ins Feuer springen. So viel steht definitiv fest. Dann können wir noch wohin? Wir können hier nicht mehr weitergehen. Obwohl, doch, da sehen wir sich gerade, können wir weiter. Nur die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Das ist eine sehr gute Frage. Hier kommen wir auf jeden Fall auch nicht hoch. Hier kommen wir hoch, perfekt. Dann gehen wir mal hier weiter und hier können wir auch runterfallen. Und das hier ist ein bisschen buggy. Also das ist definitiv etwas buggy, weil jetzt kommt man nicht mal hoch. Und das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. So, deshalb muss ich einmal ganz kurz cheaten. Sonst komme ich nicht mehr hoch. So, obwohl ich gehe jetzt einfach mal dahin. So, zack. Und dann wieder zack. Adventure Mode. Das heißt hier und bumm. Perfekt. Und bumm. Und ich weiß gerade übrigens nicht, ob ich hier richtig bin. Ich hoffe es einfach mal. Wir können hier theoretisch an Fallschaden schon wieder sterben, oder? Warte, toll. Jetzt sind wir wieder am Buggen. Wir können wieder nicht weiterkommen. Das ist natürlich doof. Das heißt jetzt hier wieder zack. Und hier kommt man ja nicht weiter, ne? Hier kommt man tatsächlich nicht weiter. So, aber wenn ich jetzt hier so versuche, Fallschaden zu bekommen. Das geht! Perfekt! Level 5. Und es sieht so aus, als wäre das hier ein Labyrinth. Ich hoffe, ihr könnt was im Video erkennen. Ich habe jetzt die Brightness schon auf Bright gestellt, also auf ganz hell. Und eigentlich sollte man was im Video erkennen. Ich hoffe, Leute, dass ihr was erkennen könnt. Ansonsten tut es mir wirklich leid. Ich kann auch nicht mehr machen, als die Helligkeit auf das Maximum zu stellen. So, und hier müssen wir bestimmt nach einem Ausgang suchen. Davon gehe ich zumindest einfach mal aus. Und ich sehe Licht, ich sehe Licht, ich sehe Licht. Das ist doch schon mal was Gutes. Und haben wir hier irgendwelche Items oder so vielleicht? Ich weiß ja nicht, was wir hier machen müssen. So, hier ist auch nichts. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Da sehe ich Bäume. Bäume, vielleicht werden die uns ja irgendwie weiterhelfen. Keine Ahnung, kann ja sein.
Aber im Ganzen sehe ich hier gerade nur lilane Wände, die mich irgendwie verwirren. Doch, wir haben eine Kiste, perfekt. Wir haben schon mal einen Bogen gefunden. Ja, vielleicht, also, wäre jetzt so mein Gedanke, bräuchten wir natürlich zum Bogen passend auch noch Pfeile, beziehungsweise einen Pfeil. Und ich denke mal, mit dem Pfeil können wir uns dann eventuell umbringen. Wäre jetzt so mein Gedanke, aber ob das stimmt, das weiß ich nicht. So, deshalb heißt es jetzt erstmal wieder noch weitersuchen. Weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen. Dann finden wir hier vielleicht noch eine zweite Kiste. Man weiß es nicht. Und vielleicht, obwohl, fällt gerade ein, wir könnten theoretisch nochmal nach unten. Also da, wo wir quasi rausgekommen sind. Weil vielleicht finden wir dort unten noch irgendwas. Weil wir sind ja relativ flott dort rausgekommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass im Erdgeschoss noch etwas zu finden ist. So, ich bin jetzt wieder im Erdgeschoss und ich hoffe einfach mal, dass ich vielleicht hier noch irgendwas finden kann. Wie gesagt, ich könnte es mir gut vorstellen, dass hier irgendwie eine Kiste ist oder sowas, aber das wird sich ja gleich zeigen letztendlich. Und hier sehe ich aktuell noch nichts. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich meine, das Labyrinth ist auch recht unübersichtlich. Man kann in jeder Gasse theoretisch irgendwas finden. Nur in dieser Gasse wohl leider doch nicht. Und da haben wir tatsächlich die Kiste gefunden. Sehr nice. Es sind Instant Damage Pfeile. Das heißt, wir bekommen sofort Damage damit. Und die werden wir definitiv mal benutzen. So, zack, da haben wir auch schon die Pfeile ausgerüstet. Wir müssen jetzt nur noch mal ganz kurz die Stelle finden, wo wir gerade, da wo die Leitern gerade waren. Weil das wird bestimmt eine gute Stelle sein, um die Pfeile abzufeuern, beziehungsweise um uns selbst Schaden zuzufügen. Und da ist ja schon die Stelle, perfekt, sehr nice. Und einfach in die Höhe schießen, zack. Obwohl, das war ein bisschen zu hoch. So, jetzt hier und... Bumm! Wir haben Damage bekommen und sind da damit auch im 6. Level. Na gut, hier finde ich, ist das ein bisschen offensichtlich. Doch, sollte eigentlich klar sein. Zack und bumm. Perfekt, wir sind im nächsten Level, Level 7. Und hier haben wir schon mal jede Menge Knöpfe. Und wir haben auch Schalter. Das heißt, wir sollten die auf jeden Fall mal ausführen. Zack, 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 zack. Und jump on the temple from you can't make out the rest. Okay. Also sollen wir irgendwie vom Tempel runterspringen. Gehe ich jetzt mal von aus. Und da haben wir schon eine Lücke gefunden. Okay, und jetzt runter. Bam, perfekt. Perfekt, wir freuen uns darüber, dass wir sterben. Ne? Ist auch eine Kunst. So, ja gut. Ich würde jetzt sagen, wir müssen hier ertrinken. Aber wir schauen uns nochmal ganz kurz um, bevor wir ertrinken. Hier haben wir, glaube, wir haben so ein Dragon Head. Nice. Yeah, Bombe. Ein Dragon Head haben wir hier. Und dann haben wir hier so solche komischen Lampen. Hier ist auch nichts Spezielles. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass meine Vermutung richtig sein wird. Das heißt, wir müssen einfach hier reingehen ins Wasser und uns ertrinken. Ist auch mal eine nette Sache, ne? Kann man mal machen. Warum nicht? Die Blasen verschwinden auch schon ganz schnell. Und wir müssen einfach nur auf unseren Tod warten. Hört sich Psycho an und ich würde sagen, das ist auch Psycho. Aber naja, das ist halt Sinn und Zweck der Map. Und es geht los. Perfekt. Und Level 9. Okay, Level 9. Wir haben hier gar nichts. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir irgendeine Lücke suchen müssen. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz nach einer Lücke suchen. Ob wir diese finden werden, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Weil ich denke mal, hier sind solche Barrier-Blocks. Oder sollten bestimmt solche Barrier-Blocks sein. Können uns eigentlich theoretisch an diesen Blöcken hier orientieren, an der Wand. Wenn wir richtig laufen, sollten wir eigentlich eine Lücke finden und irgendwo reinfallen. Also was anderes kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich meine, was soll sonst hier sein? Keine Ahnung. So, zack, dann laufen wir weiter. Wir laufen weiter und hier... So, der nächste. Also so langsam frage ich mich echt, ob es hier eine Lücke gibt. So, zack. Ja, doch, sollte passen, sollte passen. Sollte soweit passen. Gibt es hier überhaupt eine Lücke? Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen frei herum hier und hoffe einfach mal, dass ich hier vielleicht eine Lücke finde durch Glück. Ich weiß es ja nicht. So, zack, 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 zack. Hier vielleicht mal so zickzack laufen. Aber irgendwie bringt das alles gar nichts. Gibt es hier überhaupt eine Lücke? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt keine andere. Ich meine, ich könnte mich theoretisch mit dem Bogen auch töten, indem ich einfach wieder so einen Pfeil benutze. Aber das wäre ja auch lame, finde ich jetzt. Weil das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck von diesem Level. Es ist halt möglich, weil, wie gesagt, wir haben 4 Pfeile bekommen. Von daher sollte das ohne Probleme möglich sein, aber naja. So.
Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich finde jetzt hier die Lücke nicht, deshalb schauen wir mal ganz kurz nach. Oder wir gehen erstmal mit Game Mode 0 durch, ob wir hier vielleicht nicht eine Lücke finden sollten. Lol. Okay. Naja, gut, das war's dann wohl von dieser Map. Und ja, das war das Ende. Ich hoffe, die Map hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben, würde mich freuen. Und ja, schreibt gerne weitere Map-Vorschläge oder Videovorschläge in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen haben solltet. Ich bin Pat und bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.